Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, gab jetzt längere Zeit wieder keine Pikmin-Folgen, da mein Upload-Muster sich ja geändert hat. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute wieder in die Welt hinausziehen, Leute retten, Löcher erkunden und wieder Pikmin-Kameraden verlieren. Hey, nicht zu negativ denken. Tut mir leid. Jo, ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach direkt in der Ebene wieder, nachdem ich die Pikmins rausgeholt habe. Und dann erkunden wir noch den letzten Rest von dem einen Bereich. So, unsere Kameraden haben wir. Ich würde sagen, als allererstes hier hinlaufen. Müssen eine Feuerfrucht dorthin bringen, also so eine Kastanie. Der Grillbereich ist ja auch der letzte Bereich, den wir machen müssen. Obwohl, hier müssen wir noch was abholen. Wir müssen hier noch die Dandori-Herausforderung machen. Aber vom Prinzip her, alle restlichen Bereiche haben wir auf jeden Fall. Also wir müssen wirklich nur noch hier, hier und hier das machen. Ich würde einfach sagen, wir fangen wirklich hier mit dem Grill an. So, wir tragen die Feuernuss. Damit der nicht ins Wasser kommt. Und weg mit dem Rotz. Dann können wir hier auch direkt den Weg frei machen. Jetzt müssen wir hier hochklettern. Da liegt schon mal eine Schönheit. Kann nach Hause gebracht werden. Okay, und jetzt sind wir hier oben. Und hier ist eine Dandori-Herausforderung. Diese Laublinge, die sind überall, hm? Alter Dandori, morgen mehr Dandori. Ui, wie viele Gestande wurden denn in Laublinge verwandelt? Eigentlich unwichtig. Wir müssen sie alle retten. Ja, also rein da. Gelbe und blaue Pigments. Bin gespannt, ob ich es diesmal beim ersten Versuch schaffe. Dies ist meine Höhle. Bist du hier, um Dandori zu trainieren? Trainieren, trainieren, mehr trainieren. Okay, ihr könnt zuallererst schon mal zu uns runter. Die Drohne will ich. Wir müssen uns einmal umschauen. Hier unten müssen wir ja auf jeden Fall mit den Wasserpigments arbeiten. Ich muss halt gucken, in welche Richtung arbeite ich überhaupt zuerst. Eigentlich in der Richtung, wo ich auch Wasserpigments bekomme, die dann nebenbei arbeiten. Das ist auf jeden Fall einreißen, dann kann ich die mitnehmen. Würde ich sagen, dann transportieren die gelben, die ich gerade habe, das hier ab. Und dann gehe ich hierhin weiter zu dem Entchen. Oder besser, wir gehen dann hier runter. Dann kann ich da die gelben mitnehmen. Die blauen hier können das da schon mal abtransportieren, wenn gearbeitet wird. So, erstmal nehme ich die Armee, um den da auszuschalten. Gelb, Abtransport. Okay.
Genau, nimm ruhig schon mal mit. Angriff. So, die transportieren das schon mal ab. Machen wir eben kurz den Krabberich kaputt. Nimm du das Schiff da schon mal mit. Die Gelben können hier eh nicht arbeiten. So, die Ecke haben wir dann damit schon mal fertig. Genau, du schieb das schon mal. So, einmal ausgraben. Das nimmt dann nach Otsche mit. Wieso sind die zwei ins Wasser gefallen? So, ihr macht da Abtransport. Ich muss jetzt gucken, wie komme ich überhaupt da oben hin. Ach, da komme ich nur so hin. Otschin kann da gar nicht hin. Außer wir gehen von da unten aus. Ich glaube, es ist schlau, wenn wir mit Otschin einfach hier drüber springen. Angriff. So, zuallererst den Weg frei machen. Das, nee, das ganz große, das übernimmt Otschin. Das können meinetwegen ein paar andere tragen. Und der Rest kümmert sich dann hier drum. Irgendwo fehlt noch was. Wo ist der, der seinen Job nicht hinbekommt? Ach, die Krabbe da unten. Na gut, ich mach das eben kurz nochmal. Ich habe ja die Krabbe nur vergessen. Wir haben ja eine perfekte Taktik. So, geschafft. Ist an der ein Krabbe lag, ne? Unglaublich ist dann doch, ich schockieren. Du hast den Rekord gebrochen. Nimm dies, 30 Rohmaterialien. Wir nehmen dich. Du bist ja richtig gut in Andori, prima. Dann holen wir die gestandene Person mal da raus. Ja, dann transportieren wir den Jungen mal ab, würde ich sagen, ne? Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem, wir müssen diesen Obling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten den Nickel diese Höhle geschlossen halten. Na, ist egal, was ich mitnehme. Das Schwert wurde gar nicht fertig abtransportiert. So,
die laufen. Also beim Grill haben wir gar nichts mehr. Jetzt müssen wir nur noch hier hinten die Herausforderung und das hier einmal mitnehmen. Ich würde sagen, das da hinten zuerst. Und das Duell können wir ja danach noch machen. Ja, wir wissen, ich kann es ihnen eh nicht entziffern. So. Können wir ja Otschen abtransportieren lassen. Bei ihm ist am schnellsten. Da kommt der Gute. Ja, feiner Hund. Ja, feini. Und aus. Ja, jetzt wird nur noch das Dandori-Duell. Dann sind wir hier fertig in dem Gebiet. Dann ist hier nichts mehr. Wir haben dann offiziell alle Bereiche hier abgeschlossen. Du hast da wen beide, den du nicht dabei haben solltest. Da sind sie, Louis und Moos. Ja, ich sehe sie. Den Kopayana scheint es gut zu gehen. Doch wie kommen wir an ihn heran? Das ist Alf. Sie sind in dieser Höhle da verschwunden. Warum hat dieser Louis es überhaupt auf gestrandet abgesehen? Finde ihn besser schnell, Shining. Gute Frage, nächste Frage. Machen wir Louis fertig. Das hat ein Dandori Level von 5 hier. Wie? Ernsthaft? Warte, Louis. Wir sind nicht mehr rechtzeitig gekommen. Nein, aber sieh nur. Aber warum wurde er nicht zum Laubling? Was geht hier nur vor sich? Ich weiß es nicht. Doch Louis scheint nicht mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Louis, hier spricht Olima. Hörst du mich? Louis? Der hört nicht mal richtig zu. Das ist bedauerlich. Aber wir müssen diese Gestrandeten retten. Ob Louis uns nun dabei hilft oder nicht. Wir wissen nicht, was als nächstes fort. Seid also vorsichtig. Ja, dann machen wir ihn mal lang. Wir brauchen erstmal ein paar weitere Pigments. Das A und O. Angriff. Nom. Geben gerade extra Punkte. Mach du das mal, Otschin. Der Scheiß hier stört. Danke, dass ihr euch für uns abgemüht habt. Das ist sehr nett. Machen wir den restlichen Scheiß hier weg.
Ja, dann, Leute, der große Abtransport. Das gefällt mir gerade gar nicht. Abtransport! Lass den in Ruhe. Jetzt go, Otschin. Der große Hinterhalt möge beginnen. Bombe, go! Der Apfel wird mitgenommen. Das ist unserer. Vergiss es. Lass Dodge in Ruhe. Meins. Angriff. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Jo, die streiten sich. Ach, die Fiesbombe ist immer schön. Die Augen von... Louis? Er? Wieso? Warum läuft er denn weg? Moment, muss die Rettungsmission unsere oberste Priorität sein. Hätten wir den Kompanier. So. Dann retten wir ihn mal. Wieso? Ich verstehe das immer noch nicht. Warum wurde er nicht zum Laubling? Das würde mich auch interessieren. Doch wir müssen uns auf die Rettungsmission konzentrieren. Zurück zur Beagle. Was steht auf der Visitenkarte? Ach, das ist gar nicht Alf. Joke, Heimatplanet Koppai. Diese Kommunikationstechniker reist zusammen mit Dober und ist ein Enkel des berühmten Wissenschaftlers Dr. Drake. Joke, alles in Ordnung, sagt doch was. Er ist ohnmächtig. Am besten ruht er sich erstmal aus. Wenn er aufgewacht ist, haben wir genug Zeit, um ihm Fragen zu stellen. Du hast Nellys Kollegen Yorke gerettet. Vielleicht weiß er ja, wo sie ist. Sobald er aufgewacht ist, sollten wir einmal mit ihm reden. Tatsächlich scheint hier noch irgendwo was zu sein. Irgendwo ist noch was vergraben. Okay, Leute, ich habe den Ort gefunden, der uns noch fehlt. Wir haben hier hinten noch eine Höhle nicht gemacht. Hier ganz hinten. Na gut, da renne ich jetzt hin. So... Hier müssen wir den Faden unterrollen. Dafür müssen wir hier ein paar Pickens draufwerfen.
Am besten von der Seite aus. So, Residenz der Träume. Hier könnte man sich bestimmt eine ganze Zeit lang amüsieren. Deshalb hätte ich gar nichts dagegen, hier länger zu wohnen. Nur blöd, dass ich all meine Snacks in einer Box versteckt und dann den Code vergessen habe, mit dem man sie öffnet. Wir haben dort drin 14 Schätze, eingestandenen und wahrscheinlich sogar eine Zwiebel. Nein, da. Ach, wieder das Spielparadies hier. Oh, ist hier irgendwo jemand gestrandet? Warte mal, sind es genau 14 Schätze hier? Ist das nur eine Ebene? Na guck mal, das ist doch ein Teil, was mich nach oben bläst. Na gut, eigentlich wollte ich hier die Folge beenden, aber wenn das sowieso nur ein einziger Bereich ist, dann würde ich sagen, komm, machen wir das noch in der einen Folge hier. Der Gestrandete ist bestimmt da drin. Graben. Tunnelbau abgeschlossen. Wozu soll ich das Ding nutzen, wenn ich auch so hier hochkomme? Ich komme doch auch mit Otschen da hoch. Okay, da ist ein ganz großer Angriff. So, zuallererst Abtransport, Abtransport. Angriff. Oh, wir haben was abgeschlossen. Extra ein ganzes Armbrot. Es kann Fliegen da eben kurz abtransportieren. Zum Abtransport sind die Fliegenden sowieso die besten. Ja, hier kann nur Otschen rein. Ich sehe aber keinen Nutzen davon, dass Otschen hier rein kann. Muss er hier vielleicht den Weg öffnen oder. Auf jeden Fall lasse ich das mal so lange abtransportieren. Nee. Also, dass Otschen alleine oben rumrennt, hat absolut keinen Nutzwert. Das ist, dass er hier selber hochkommen kann. Stimmt ja, die muss man rammen. Ich
Mein Gott, du störst gerade extremst. Nervensägen. Kolossale Nervensägen. Oh, kommt mal hier. Kommt mal hier, meine kleinen geflügelten Kameraden. Boing. Ah, okay, ich muss auf die Farben achten. Oder auch nicht. Den zuerst. Abtrittsboot. Haben wir mal den Weg frei. Da ist noch ein Kärtchen. Die Ballons verloren, aber er ist noch nicht angreifbar. Ich muss ihn zweimal kleben. Okay, ich muss auch safe von der Seite aus angreifen. Angriff! Und K.O. Runter damit. Wozu hatte ich die Kelben dabei? Ganz gemeinte Frage. Wozu habe ich die dabei? Die kann ich ja wirklich umtauschen hier. Sammelleidenschaft haben wir auch abgeschlossen. So, wen haben wir da? Alles klar, ich sehe mir die Visitenkarte an. Horatio, Heimplanet Sosor. Ein stolzer Freiberufler, der nichts als Frohsinn und Heiterkeit verbreitet. Das denkt er zumindest. Das denke ich auch immer. Komischer Text für eine Visitenkarte. Der kommt mir ziemlich exzentrisch vor. Leute, lasst den mal fallen. Das hier geht doch 100-mal schneller. Na gut, dann noch die Kombination eingeben, ne? Lecker Kuchen.
Oh, noch was abgeschlossen. Und damit sind wir hier auch schon fertig. Na gut, ne? Ich wechsle meine Game jetzt eben kurz noch zu denen, um die ich hier umändern kann. Und dann gehe ich hier auch schon wieder raus. Eine Person gerettet. Oh, wir haben direkt drei Sachen abgeschlossen. Ich würde sagen, Naschkatze lese ich auf jeden Fall beim nächsten Mal vor, aber die anderen beiden lese ich gleich, wenn ich im Camp bin. Seismische Süßspeise. Robuster Schild. Element der Liebe. Der Konzentration, Dämonenporträt. Manche von denen haben echt gute Namen. Pigments wurden leider zerstampft. Vor allen Dingen, es waren auch noch die Lilanen. Damit sollten wir eigentlich alles jetzt haben. Ja, Gebiet zu 100% erforscht. Hier gibt's für uns nichts mehr zu tun. Na gut, wir sehen uns dann im Camp wieder, ne? Ich sammle hier jetzt noch ein bisschen von diesem Motiviersaft. Ja, da sind wir auch schon wieder. Okay, zum Glück ist es gut. Ob? Du bist in Sicherheit? Stimmt. Nee, dagegen. Ich weiß ja, dass du gerade erst aufgewacht bist. Aber hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie steckt? Nein, tut mir leid. Ich habe sie schon früh aus den Augen verloren. Ah, schnell bin ich zu Fuß halt nicht. Dann warst du wirklich der Letzte, den Nili gesehen hat, Top. Fällt dir noch irgendetwas ein? Vielleicht in welche Richtung der Hund mit dir gelaufen ist? Dann muss ich mal scharf nachdenken. Oh, jetzt fällt mir was ein. Der Hund ist tiefer in den Wald gelaufen. Viel weiter als bis zu der Stelle, wo ich gelegen habe. Ich befürchte, unser Radar deckt diesen Bereich nicht ab. Das Radarsignal der Shepard wurde schon bis an die Grenzen des Möglichen verstärkt. Ich bin nicht optimistisch, dass wir die Reichweite noch vergrößern können. Dürfte ich vielleicht mal einen Blick darauf werfen? Ich kenne mich ziemlich gut mit Maschinen aus. Zuerst hier etwas schrauben, dann da etwas umstöpseln. Fertig, wir können loslegen. Danke, dass ich zusehen durfte. Das war tolle Arbeit. Können wir jetzt das Glycerium hinzu und warten wir ab, was passiert. Nelly soll von einem großen Hund mitgenommen worden sein. Sie müsste sich in dem neu entdeckten Gebiet aufhalten. Retten wir sie auch um Otschens Willen. Hallo? Gut, ich werde also alle Einschränkungen aufheben und das Radar da neu starten. So könnte es funktionieren. Mal sehen. Ja, das hat geklappt. Ich kann kaum glauben, wie viele SOS-Signale wir aus diesem unerforschten Gebiet empfangen. Kuppa scheint genauso fortschrittlich zu sein wie mein Labor. Ich werde Kompanianer nie wieder unterschätzen. Diese Signale könnte von Nelly stammen. Die zu retten hat oberste Priorität. Drei Leute haben wir gerettet. Es fehlen nicht mehr viele. Das extravagante Armbrot haben wir abgeschlossen. Das lesen wir gleich noch eben kurz. Ich denke, die anderen beiden lesen wir dann beim nächsten Mal, aber mit ihr ist der Part jetzt schon echt lang. Vor allem, wenn man mal sieht, wie viel meine Sammelleidenschaft drin ist. Oder bei Naschkatze. Gut, und morgen erkunden wir dann ein neues Gebiet.
Danke nochmal für die Rettung. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir es wohl nicht geschafft. Ja, okay, da fällt mir noch etwas ein. Wir sahen, dass du von den Zwiebeln absorbiert wurdest, aber du wirkst ganz normal. Hat sich irgendwas an mir verändert, was wir vielleicht übersehen haben? Du wirkst völlig unbelaubt. Ja, soweit ich weiß, sind mir niemals Blätter gewachsen. Wie seltsam. Woran es wohl liegen mag, dass du nicht ebenfalls in einen Laubling verwandelt wurdest. Am Raumanzug? Nee, am Saft eventuell. Oh, stimmt ja. Es liegt bestimmt daran, dass wir so viel Leuchtsaft getrunken haben. Es könnte sein, ihr habt den Leuchtsaft nahezu unverdünnt getrunken, was seine Belaubung effektiv verhindert hat. Das ist zwar nur eine Theorie, aber eine vielversprechende. Wir sollten später einige Untersuchungen durchführen. Wenn Spanetztheorie stimmt, könnte es sein, dass Nelly sich auch nicht in einen Laubling verwandelt hat. Wir werden sie aber trotzdem retten, oder? Bitte, ihr müsst, Nelly, braucht eure Hilfe. Bitte beruhige dich. Selbstverständlich versuchen wir sie zu retten. Das ist schließlich unsere Aufgabe. Nelly wartet tief im Wald auf unsere Hilfe. Beeilen wir uns, um sie zu finden. Wir dürfen Otschin und Nelly nicht im Stich lassen. Verstanden. So, jetzt sollten wir bei dir eigentlich auch die letzte Nachtexpedition zu dem Bereich haben, oder? Garten der Giganten. Warum habe ich hier nur zwei Bereiche? Nicht, dass ich mich sonderlich beschweren will. Labor? Können wir irgendwas aufbessern? Nein. Ich kann mir aber ruhig mal wieder Eisbomben gönnen. Ja gut, dann lesen wir noch die eine Serie und noch den Eintrag zu dem neuen Vieh, was wir gerade eben bekämpft haben. War ja nur dieses eine Monster hier, dieser riesen Rüsselklatscher. Nähert man sich ihm, schwingt er seinen Rüssel unermüdlich im Kreis. Man könnte ein Ausdauertraining absolvieren, indem er versucht, darüber zu springen. Lässt man sich dazu verleiten, eine Bombe nach ihm zu werfen, nutzt er seinen geschickten Rüssel, um sie direkt zurückzuschlagen. Eine Leistung, die auch jeden Athleten beeindrucken würde. Ach, Bomben hätten gegen den gar nichts gebracht. Die lange Nase und diese Kreatur verfügt weder über Knochen noch Knorpel, sondern besteht vollständig aus Muskeln und kann so höchst flexibel gebogen und ausgefahren werden. Ihre zähe Haut besteht aus mehreren dichten Kollagenlagen, die fast den gesamten Körper bedecken und nur den Bauch aussparen. Der voll entwickelte Rüssel ist groß und ziemlich schwer, sodass er riesen Rüsselklatscher ihn gewöhnlich aufrollt, um ihn näher an seinem Körperschwerpunkt zu tragen. Bemerkt er allerdings Eindringen in seinem Territorium, fährt er ihn aus und schlägt damit um sich, wobei er sogar aktiv andere Organismen angreift. Ähnlich wie beim Mini-Rüsselklatscher macht der Rüssel einen verhältnismäßig großen Anteil des Körpergewichts aus, was zu einer schlechten Balance führt. Bei einem Angriff von der Seite kann sogar ein ausgewachsenes Exemplar schnell umgeschubst werden. Ja, den konnte ich auch nur von der Seite umwerfen, den dreckigen. So, und Schatzkatalog. Obwohl, belassen wir es mal bei dem einen Eintrag. Ich lese die Schatzkatalog-Einträge allesamt beim nächsten Mal vor. Und wir machen dann beim nächsten Mal die Nachtexpedition. Ja gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal lesen wir dann, wie gesagt, die Schatzkatalog-Einträge und gehen der Nachtexpedition nach. Aber bis dahin sage ich mal ciao und bis dann.